Mietenwahnsinn und Gentrifizierung gegen die Stadt der Reichen. Deutschland hat ein Problem mit Wohnungslosigkeit. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt, aber vom Reichtum spüren die wenigsten etwas. Wir alle kennen die Problematik. Den obersten 10% der Bevölkerung gehören nicht etwa wie bisher geschätzt 59% der Vermögen. Sie besitzen rund 2/3. Andere, wie die Corona-Pandemie uns vor Augen geführt hat, besitzen nichts. Ein Grund hierfür, das Geld, das in die Miete fließt, fehlt den ärmeren Haushalten zum Sparen. Nicht nur das Eigentum ist in diesem Land ungleich verteilt. Wie unangenehm man durch diese Krise kommt, hängt vor allem von einem ab, der sozialen Klasse. Auf der anderen Seite Superreiche, die die Pandemie mit mehreren Angestellten und Assistentinnen in ihren Privatvillen aussetzen können, während sie vom Staat Dividenden einstreichen und ihre ArbeiterInnen einem potenziell tödlichen Pandemie aussetzen, alles im Sinne der Kapitalvermehrung. Auf der anderen Seite die ArbeiterInnen, ökonomisch abhängig von ihrer Lohnarbeit, doch sind sie mit den Kontaktbeschränkungen, sozialen und kulturellen Enthaltungen isoliert und weitgehend alleingelassen. Die Mehrheit besitzt nichts. Über die Hälfte, genauer gesagt 57,9% der Menschen in diesem Land, leben zur Miete. Sprich, ihre Wohnung ist nicht ihr Eigentum. Sind sie nicht imstande, zum Beispiel aufgrund einer globalen Krise, einer psychischen Notsituation oder sonstigen Gründen für ihre Miete aufzukommen, werden sie auf die Straße gesetzt. Das ist kein Geheimnis und findet tagtäglich statt. Die Entwicklung der Mietpreise in Deutschland ist ebenfalls kein Geheimnis. Im Vergleich zu 2015 haben sich die Mietpreise um 6,9% erhöht, ohne dass sich das Einkommensniveau in irgendeiner Weise verändert oder sogar verbessert hätte. Auch wer sich dafür entscheidet, der Verwertungsideologie zu entkommen und ein alternatives Leben aufzubauen, hat es schwer. Alternative Zentren und Freiräume wie Werbeplätze, besetzte Häuser und Kulturzentren werden seltener, die Politik gegenüber diesen autonomen Zonen repressiver. Gleichzeitig waren im Jahr 2018 678.000 Menschen ohne Wohnung. Wie kann es sein, dass in einem so reichen Land Menschen dazu gezwungen sind, bei Freundinnen unterzukommen, auf der Straße zu leben und im Zweifel dazu verdammt werden, für die Profitmaximierung von Einzelpersonen zu sterben? Während das soziale Wohnungsbau in der Stadt immer geringer wird, stehen im neu gebauten Dörnberg-Quartier über 180 Luxuswohnungen leer. Die Preise sind unbezahlbar. 14 Euro kostet dort der Quadratmeter. Der Durchschnitt liegt bei 9 Euro. Die paar Alibi-Sozialwohnungen, die man dem Münchner Investor aufgebrummt hat, sind schon längst vergeben. Gleichzeitig verscherbelt die Stadt die ehemalige Nibelungenkaserne an einen Nürnberger Investor. Zwar gab es von Seiten der bürgerlichen Initiativen Vorschläge zu einer sozialen Nutzung der ehemaligen Kaserne, die noch aus Zeiten der NS-Diktatur stammt, doch sollen nun lediglich eine Gastro, ein Einzelhandel und Büroräume darin entstehen. Man möchte die Stadtregierung fragen, welcher Geldbeutel sie da wieder geritten hat. Wer in Regensburg übrigens kritisch über dubiose Machenschaften diverser Baufirmen berichtet, muss Angst haben, verklagt zu werden. Solidarische Grüße gehen an dieser Stelle raus an das Online-Magazin Regensburg Digital, die vom Bauunternehmer Tretzel angezeigt wurden, weil sie kritisch über dessen Machenschaften berichtet haben. Der Grund für diese Zustände liegt auf der Hand. Der Kapitalismus muss expandieren, neue Ressourcen erschließen, das Lohnniveau der ArbeiterInnen herunterdrücken, neue Märkte erschließen, technische Neuerungen in die Produktion verwenden, kurz alles dafür tun, auf dem Weltmarkt zu bestehen. Wieder auf Kosten von uns. Für viele Menschen ist dieses Vorgehen die harte Realität. Aus diesem Grund gründete sich in Berlin die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Zusammen und fordern die Enteignung von 240.000 Wohnungen, die derzeit im Besitz von Immobilienkonzernen sind. Die Botschaft ist klar. Keine Spekulation mehr durch Finanzinvestoren. Keine Hausverkäufe im großen Stil zu Schnäppchenpreisen mehr.
keine Zwangsräumungen mehr von Leuten, die sich ihre Wohnung plötzlich nicht mehr leisten können. Durch Demonstrationen und öffentlichen Druck hat die Kampagne erreicht, was die Politik nicht erreichen wollte und konnte. Sie sammelten innerhalb kürzester Zeit 77.000 Unterschriften, um ein Volksbegehren auf den Weg zu bringen, das die Überführung von Immobilien sowie Grund und Boden in Gemeineigentum zum Zwecke der Vergesellschaftung zum Ziel hat. Erwartet wird ein Ergebnis bis zum Herbst 2021. Nur wer Teil des Systems ist, kann Profit generieren. Nur wer Profit generieren, ist Teil der Gesellschaft. Was braucht man, um gut zu leben? Gerade im Kollektiv als herausfordernd befundenen Lebenslagen ist es für viele wichtig, sozialen Rückhalt in ihrem Bekanntenkreis zu spüren und sich gegenseitig zu unterstützen. Auch hier in Regensburg gibt es Versuche, dem mörderischen Kreislauf von Gentrifizierung und Spekulation mit Wohnraum zu entkommen. Dabei gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Soziale Initiativen wie Recht auf Stadt versuchen, die Öffentlichkeit über vorhandene Missstände auf den Wohnungsmarkt aufmerksam zu machen. Sie kritisieren die massenhafte Verwahrlosung von Wohnraum in Regensburg. Mit ihren Leerstandsmeldern schaffen sie Öffentlichkeit für die systematische Negierung der Stadt auf das Recht auf Wohnraum. Andere, wie die BewohnerInnen der drei Regensburg ansässigen Wagenplätze, versuchen einen anderen Weg. Alternatives Leben in der Praxis. Alles, was Sie dafür brauchen, ist ein Grundstück, auf dem Sie leben können, und ein Dach über den Kopf. Beides ist bereits vorhanden, aber selbst mit diesen minimalen Anforderungen an die Stadt stoßen Sie auf Widerstand. Auf dem Wagenplatz Biberburg wurde den BewohnerInnen vom Bauordnungsamt Regensburg Steine in den Weg gelegt und somit faktisch die Schließung des Freiraums angeordnet. Was tun? Egal in welcher Form man sich gegen Gentrifizierung, Räumung etc. wehrt, sich wehren muss man. Dass der Staat nicht auf Seiten der BürgerInnen ist, ist hinreichend belegt. Die Corona-Krise hat uns vor Augen geführt, dass die oberste Priorität der Politik die Rettung der Wirtschaft ist. So weit, so menschenverachtend. Doch auch wer sich jetzt in Sicherheit wähnt, ein festes Einkommen bekommt und sich die Miete noch leisten kann, auch eure Wohnung ist nur Kapital, das Vermieterinnen und Eigentümerinnen beliebig verwenden können. Einmal Eigenbedarf angemeldet und schon steht er vor der Tür. Aus diesen Gründen ist es notwendig, sich zu organisieren. Schafft solidarische Nachbarschaftshilfen, schließt euch in Mieterbünden zusammen, nehmt euch das, was euch zusteht. Im Falle einer Zwangsräumung muss genug gesellschaftlicher Druck vorhanden sein, dass man die Angriffe des Kapitals abwehren kann. Dass dieses Vorgehen funktionieren kann, zeigen uns erfolgreich verhinderte Räumungen wie die der Roten Flora in Hamburg, der Riga 94 in Berlin und weltweit. Immer dann, wenn sich genug solidarische Menschen zusammenfinden und eine Räumung aktiv verhindern, zeigt sich die wahre Stärke der Gesellschaft. Unsere Forderung bleibt: die Häuser denen, die darin wohnen. Dankeschön.